erstmal sollst du wissen, du hast kein privilegiertes Recht bei Allah Azza wa Jal. Was Allah dir gibt, ist aus seiner Gunst heraus. Und niemals darfst du schlecht über Allah subhanahu wa ta'ala denken. Allah Azza wa Jal sagt, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Und euch soll bezüglich Allah, nicht der Täuscher bedeutet der Shaitan, täuschen. Das heißt, nur weil ihr denkt, dass ihr etwas erreicht habt oder dass ihr etwas getan habt an guten Taten, dass Shaitan euch so in die Irre führt, euch so täuscht, dass ihr gegenüber Allah Azza wa Jal ein Recht geltend macht. Ja Allah, ich habe ein Bad, ich habe Jalabiya, ich habe ein Siwak in meiner Tasche, warum kriege ich mein Bittgebet nicht erfüllt? Dieses ist eine üble Einstellung und dieses ist eine üble Umgangsform gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Der Muslim, er dient Allah Azza wa Jal. Unabhängig davon, ob Allah subhanahu wa ta'ala ihn gibt oder nicht gibt. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, mit der Gnade Allahs Azza wa Jal, hat er uns versprochen, dass er unser Bittgebet annimmt und er hat uns befohlen, dass wir ihn bitten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ. Und euer Herr spricht, bittet mich, fleht mich an, so werde ich euer Bittgebet erhören. Und jeder von uns muss sich vier Sachen merken. Die Gelehrten erwähnen aus dieser Ayah vier Vorzüge. Wenn du Bittgebet machst, Allah hat dich gehört, Allah weiß, worum du ihn bittest, er ist in der Lage, dir zu geben, worum du ihn bittest und er hat es dir versprochen. Merke dir diese vier Punkte. Die sind alle abgeleitet aus dieser Ayah. Und daher will ich heute mit euch, weil morgen ein besonderer Tag ist, Arafah, bi'idhnillahi ta'ala, über etwas Gewaltiges sprechen. Ihr habt vielleicht schon von vielen Schuyuch und Gelehrten gehört, Allah wird euer Bittgebet erhören. Und es gibt bestimmte Zeiten, zu denen es vorzüglicher ist, Bittgebete zu machen. Jetzt gibt es Leute, der hat gedacht, ich habe jetzt Dua gemacht, um eine bestimmte Sache, um eine Frau, oder um eine Arbeit, oder um eine Wohnung, aber ich habe bis jetzt weder eine Frau, noch eine Wohnung, noch eine Arbeit. Natürlich, solange du nicht arbeitest, wirst du auch keine Frau kommen. Die Frauen kommen erst, wenn die Arbeit da ist. Sie haben recht. Heutzutage mit Hartz IV wollen viele, haben den Land zwei, drei, vier Frauen heim. Jünger Mann. Ich habe letztens mit einem gesprochen, er sagt, ich möchte jetzt meine dritte Frau heiraten. Er arbeitet nicht. Ich habe ihn nur angeschaut. Ich habe gehofft, dass mein Blick alles sagt. Aber jetzt total falsch verstanden. Alhamdulillah, Allah versorgt. Allah versorgt, richtig. Aber was ist unsere Aufgabe? Dass wir auch etwas tun für diese Person. Wenn wir Bittgebete machen, und das zu den vorzüglichen Zeiten, in denen das Bittgebet in jedem Fall angenommen wird, warum hat Allah unser Bittgebet dann nicht angenommen? Das ist die Frage, die viele Leute sich stellen. Das ist eine Frage, die man nur stellt, wenn man eine gewisse Überlieferung nicht kennt, über die wir jetzt sprechen wollen, beten in der Tat. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Al-Ijabatu takunu bi-ihda thalath. Die Antwort des Bittgebetes erfolgt in drei Fällen. Erstens sagt er, alayhi salatu wassalam, imma an yu'ajjila lahu da'wa. Entweder erfüllt Allah Azza wa Jal sofort das Bittgebet von demjenigen, der ihn um etwas gebeten hat. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Dass wenn du Bittgebete machst, Allah Azza wa Jal dir sofort antwortet aufgrund des Bittgebetes, was du gesprochen hast. Und je wahrhaftiger du bist und je gottesfürchtiger du bist und je mehr Allah Azza wa Jal sieht, dass du dich für ihn abmühst, umso eher gehörst du zu diesen Leuten. Und es gab Sahaba radiallahu anhum, bevor sie das Bittgebet zu Ende gesprochen haben, kam schon die Beantwortung. Das heißt, der erste Punkt ist, Allah erfüllt sofort dein Bittgebet. Dieses ist, was die Leute am liebsten hätten. Ist das aber das Beste für sie? Hören wir weiter. Er sagte, وَإِمَّا أَيَّدَّخِرَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَهَا. Oder Allah Azza wa Jal schiebt sein Bittgebet auf,
bis Yawm al-Qiyamah, um ihn dann dafür zu belohnen. Was war das Erste? Allah erfüllt sofort das Bittgebet. Wenn Allah es nicht sofort in der Dunya erfüllt, so schiebt Allah dein Bittgebet auf bis Yawm al-Qiyamah. Warum? Weil er weiß, subhanahu wa ta'ala, dass du Yawm al-Qiyamah diese Hasanat mehr brauchst, als das, was du in der Dunya hättest bekommen sollen. Mal angenommen, du bittest Allah Azza wa Jal um eine Frau. Allah gibt sie dir nicht. Und du lebst und lebst und lebst ohne Frau. Du sagst, warum nicht? Allah weiß am besten, warum. Und er hat dieses Bittgebet, was du gesprochen hast, aufgespart für Yawm al-Qiyamah, weil an dem Tag, wo es schlecht um dich aussieht, nimmt Allah jetzt das Bittgebet und macht das geltend, dass du in Al-Jannah hereinkommst durch diese Hasanah. Frage, was erfreut dich mehr, an diesem Tag in das Paradies zu kommen oder in dieser Dunya die Frau bekommen zu haben, aber Yawm al-Qiyamah fehlt dir die Hasanah. Und den dritten Punkt, den er nannte, وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا, oder Allah Azza wa Jal wendet ein Übel von ihm ab. Das bedeutet, wenn du Bittgebet machst, dann erhört Allah Azza wa Jal dieses Bittgebet, aber weder gibt Allah dir das Bittgebet sofort, weder erfüllt er es sofort, noch spart er es auf, sondern vielmehr, was macht Allah Azza wa Jal? Er wendet eine andere Sache von dir ab, die dich treffen sollte. Vielleicht hätte dich eine Krankheit treffen sollen, Allah wendet sie durch dein Bittgebet ab. Es hätte dir etwas Schlimmes passieren sollen, Allah wendet das ab. Und jetzt sagt mir, liebe Geschwister, hat Allah eigentlich unser Bittgebet erhört oder nicht? Können wir das immer wissen? Antwort: ja? Durch diese Überlieferung wissen wir, entweder gibt Allah dir sofort, oder er schiebt es auf, oder er wendet etwas Schlechtes von dir. Das ist das, was wir lernen sollten. So wirst du niemals eine schlechte Vermutung über Allah Azza wa Jal haben. Er wird dir in jedem Fall geben, nur mit einer Bedingung. Welche Bedingung? Dass du bei deinem Bittgebet gewiss bist. Viele Leute sagen, ja Allah, helfe mir, dass ich mit dem Zigarettenrauchen aufhöre. Und die Zigaretten und die Shisha und diese gesamten Sachen sind Haram, liebe Geschwister. Eine Sünde, die übel ist. Und eine Sünde wird schlimmer, wenn du sie ständig machst. Passt auf, deswegen das Rasieren des Bartes und das Rauchen der Zigarette gehören zu sehr gefährlichen Sünden, die viele Leute nicht als solche betrachten. Warum? Wer sagt mir warum? Bitte schön. Bitte? Weil sie öffentlich sind und weil man sie ständig macht. Überlegt mal jetzt jemand, der Rasierklingen kauft, kauft er nur eine? Wie viel kauft er? Ein 10er-Pack, oder? Oder 20er-Pack. Das heißt, während er rasiert, der kann nicht sagen, Atu-Huilig, und hat schon die zweite Rasierklinge. Und genau derjenige, der raucht, wenn er sagt, Astaghfirullah, Atu-Huilig, der hat schon die Hand auf der Brusttasche, ob das Feuerzeug immer noch drin ist, oder? Und die Sünden werden gefährlich wie? Indem du sie ständig machst. Deswegen sagen unsere Gelehrten, allen voran Ibn Abbas radiallahu an, er sagt, La sagira, es gibt keine kleine Sünde, ma'al isra, wenn du sie ständig machst. Wa la kabira ma'al istighfar, wenn du eine kleine Sünde ständig machst, ohne Gottesfurcht, ohne Rechtleitung, es macht dir gar nichts aus, du lachst sogar dabei, du fühlst dich nicht schlecht, so wird aus dieser kleinen Sünde eine große Sünde. Aber wenn du eine große Sünde so dermaßen bereust, dass sie dir so leid tut, dann wird Allah das nicht als große Sünde schreiben, sondern als kleine Sünde. Und daher, liebe Geschwister, diese Sünden, wenn man die Hand hebt und sagt, ja Allah, helfe mir, dass ich mit dem Zigarettenrauchen aufhöre. Aber er denkt gar nicht daran aufzuhören. Und er glaubt auch nicht, dass er damit aufhören kann. Dieses Bittgebet ist bei Allah Azza wa Jal ungültig.
Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte: Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Bittet Allah, während ihr was? Gewiss seid in eurem Bittgebet. Das heißt, wenn du sagst, ja Allah, helfe mir davon wegzukommen, ich weiß, Allah ist in der Lage, dir zu helfen. So muss deine Einstellung sein, damit Allah Azza wa Jalla dir hilft. Aber wenn du von vornherein, und so machen viele das Bittgebet, ja Allah, gebe mir das, er glaubt nicht daran, dass er es bekommt, so wird er es von Allah auch nicht bekommen. Ja Allah, helfe mir davon wegzukommen, er glaubt nicht daran, von dieser Sünde wegzukommen, so wird Allah Azza wa Jalla ihm auch dabei nicht helfen. Wie viele unserer Geschwister sind verseucht mit den versauten Filmen und Bildern, die walayadu billah im Internet geschaut werden? Wie viele Geschwister von Brüdern und Schwestern, möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren, sind verseucht und haben so eine große Fitna, dass sie nicht mehr davon wegkommen. Manche wollen es versuchen, aber sie glauben nicht richtig daran, dass Allah Azza wa Jalla ihnen helfen kann. Deswegen kommen sie nicht davon weg. Möge Allah Azza wa Jalla all unseren Geschwistern helfen, zur Gehorsamkeit Allahs Azza wa Jalla zurückzugehen. Daher, liebe Geschwister, versteht eine Sache: Wenn Allah dir offensichtlich nicht dein Bittgebet erfüllt, dann heißt das nicht, dass er es nicht beantwortet hat. Unter der Voraussetzung, dass du dein Bittgebet mit was machst? Mit Gewissheit. Und wir wissen, wenn Allah uns das eine oder andere nicht gibt, so ist das mit seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Wir brauchen es dann yawmul qiyamah mehr. Und wer wird dann schlecht von Allah azza wa jal oder über Allah azza wa jal denken, wenn er yawmul qiyamah in das Paradies hereinkommt? Möge Allah azza wa jal uns allen das Paradies geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Bittgebete annehmen. Möge Allah azza wa jal uns Ikhlas und Taqwa geben. Und möge Allah azza wa jal uns nur um Sachen bitten lassen, die gut für uns in der Dunya und in der Akhirat. Ich hoffe, man hat ein paar Worte mitnehmen können, auch über den Umgang mit dem Dua, dass wir ab jetzt wissen, wenn einer dir sagt, ich bitte Allah schon seit 5 Jahren, aber er beantwortet nicht mein Bittgebet. Was sagst du ihm? Dann sagst du ihm, hast du das Wissen über das verborgen? Weiß er, dass das aufgeschoben wurde, Yawm und Qiyamah? Er weiß das nicht. Deswegen, wie kannst du sagen, Allah hat mein Bittgebet nicht angenommen? Ja, er hat dir bis jetzt das Offensichtliche noch nicht gegeben. Und liebe Geschwister, ein Punkt, der sehr wichtig ist. Was sagt Allah Azza wa Jal? Und euer Herr spricht, bittet mich, so werde ich euch geben. Liebt Allah von uns, dass wir ihn bitten? Deswegen, du als Gläubiger solltest wissen, selbst wenn Allah dir nicht geben würde, dass du Allah um etwas bittest, und er liebt das, sollte dir lieber sein, als etwas zu bekommen. Was liebt Allah von uns, dass wir ihn bitten? Was lieben wir, dass Allah uns auch gibt? Aber die Liebe, dass Allah von dir möchte, dass du ihn bittest und er dir das verpflichtet hat, sollte größer sein, als dass du etwas von Allah Azza wa Jalla bittest.